der Energie- und Antriebswende im Straßengüterverkehr. Ein sehr wichtiges Thema, ein sehr spannendes Thema. Wir haben ja interessante Gesprächspartner und wir haben jemanden, der auch durch die Sendung, hätte ich jetzt fast geführt, durch das Webinar führen wird. Jürgen Schulteis vom House of Logistic and Mobility in Frankfurt, dem Holm. Und mein Part zu Beginn ist relativ kurz. Insofern darf ich sofort dankenswerterweise an Jürgen weiterleiten. Lieber Peter Holm, herzlichen Dank. Ich darf auch Ihnen draußen einen wunderschönen guten Tag wünschen. Wir haben ein spannendes Thema heute, weil dieser neue Studiengang, glaube ich, sehr viele, viele Chancen birgt. Und wenn wir uns die aktuelle Lage anschauen, dann glaube ich, können wir sprechen, dass wir zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine wirklich multiple Krise erleben. Eine Krise, die auf vielfältige Weise auch auf die Logistik und Versorgungsketten durchschlägt. Ob das nun der Krieg ist, die Pandemie, in vielerlei Hinsicht, aber vor allem eben auch der Klimawandel. Und ich will auf einen Punkt kurz zu sprechen kommen, damit die Dimension dessen, worüber wir heute reden, wenn wir über emissionsfreie Verkehre reden, klimaneutrale Antriebe, kurz deutlich machen, worum es im Wesentlichen geht. Sie wissen alle, dass 193 Staaten 2015 das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben. Diese Staaten haben sich auch verpflichtet, jährlich zu berichten, welche Minderungsmaßnahmen sie einleiten wollen, um das Klimaziel zu erreichen, die Erde bis zum Jahrhundertende nicht mehr als 1,5 Grad zu erwärmen. Die aktuelle Situation, das heißt, all das, was die Signatarstaaten bislang vorgelegt haben, wird zu einer Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um etwa 7,5% führen. Tatsächlich müssen es 55% sein. Sie sehen, wie groß die Herausforderung darin besteht. Und der Straßengüterverkehr verbraucht zwar nur 37% des Primärenergieverbrauchs im Verkehrssektor. Sie sehen, der Pkw-Verkehr ist deutlich größer im Anteil. Aber, das beobachten Sie alle, das wissen Sie aus Ihrer Erfahrung, der Energieverbrauch, die Zahl der Lkw, die auf unseren Straßen und Autobahnen unterwegs sind, ist enorm gestiegen. Und insofern ist auch erklärlich, dass der Energieverbrauch zwischen 95 und 2020 um 36% gestiegen ist. Also es gibt viel zu diskutieren. Ich freue mich auf die Vorträge und darf Ihnen kurz vorstellen, wer sprechen wird. Wir haben eben Professor Dr. Peter Holm schon kurz gehört und gesehen. Er ist Vizepräsident der Bovadis Hochschule und zuständig dort für die Lehre und das Thema Digitalisierung. Willkommen, Peter Holm. Ich darf ferner ankündigen Dr. Werner Andres. Er hat die Geschäftsführung im Ausschuss für Verkehrssicherheit und Umweltschutz im Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Und last but not least, Professor Dr. Thomas Bayer, Vizepräsident der Bovadis Hochschule, Kollege von Peter Holm, und Dekan am Fachbereich Naturwissenschaften und Technik. Wir werden jetzt die drei Vorträge hören, in etwa jeweils 10 Minuten lang. Und dann haben wir Gelegenheit, die Details zu diskutieren bzw. nachzufragen. Professor Holm, ich darf Ihnen das Wort geben. Bitte schön. Ja, danke schön. Ich werde meinen Bildschirm ganz kurz teilen. Ich hoffe, dass das technisch alles funktioniert. So, Miriam, du bist hier mal eine bessere Leiste. Kann man das alles sehen? Ich hoffe, ja. So, das heißt, erstmal begrüße ich Sie alle sehr herzlich. Mein Name, wie gesagt, Peter Holm. Ich bin bei uns in der Bovadis Hochschule für das Thema Lehre und Digitalisierung zuständig und habe mit dem Professor Engelhardt, der sich heute vertreten lässt, vom BGL seinerzeit einen Studiengang ins Leben gerufen zum Thema Transport, Logistik, Management. Zwei, drei Worte zu unserer Hochschule. Wir sitzen am Industriepark in Höchst. Mein Kollege Thomas Bayer wird das gleich noch ein bisschen ausführlicher erklären, was der Park eigentlich ist, aber es ist eine Stadt für sich, eine sehr wichtige Stadt. Es passiert sehr viel im Bereich Innovation, Kreislaufwirtschaft und ist für uns als Hochschule natürlich extrem wichtig, weil wir einen direkten Bezug mit der Theorie, mit der Praxis haben. Wir arbeiten mit zahlreichen Unternehmungen zusammen aus dem Chemie- und Pharmabereich, Sanofi als ein Beispiel, Merck, aber dann natürlich auch mit der Infrasurf, dem Betreiber unseres Parks. Den Studiengang, den haben wir gemeinsam entwickelt, aus einem ganz entscheidenden Grund, weil wir sehen, dass wir einen Mangel haben an Fachkräften. Die Branche, die Speditions-, die Transportbranche leidet massiv unter einem Fahrermangel.
nahezu 80.000 Fahrer fehlen, aber auch in der Verwaltung, auch in dem Führungsnachwuchs ist viel zu tun, gerade weil es halt zwei ganz große zentrale Themen gibt, die mit, konfrontiert werden. Einerseits das Thema Digitalisierung und zum Zweiten vor allem das Thema Nachhaltigkeit, was wir uns ja heute genauer anschauen. Und wir sind seinerzeit mit dem BGL zusammen der Überzeugung gewesen, dass es ja nicht nur das Fahrermangel, das können wir als Hochschule nur schwer betreiben, aber für den Führungskräftenachwuchs im Transportwesen, in der Logistik insgesamt können wir doch einiges tun. Insofern sind wir hier seinerzeit zusammen in die Konzeption gegangen. Wir werden auch unterstützt, das habe ich hier an dieser Stelle auch nochmal genannt, vom ELVIS, von dem großen Transportnetzwerk hier innerhalb der EU. Das Curriculum, was wir aufgesetzt haben, zielt auf zwei große Trends. Einerseits den Trend der Digitalisierung, das heißt, wir haben ganz spezifische Fächer zur Digitalisierung im Studiengang eingebettet, wie zum Thema Internet der Dinge und dann aber auch angesprochen das Thema Cloud-Technologie. Ja, und ganz wesentlich, und was es so in der Form eigentlich in der Bildungslandschaft kaum gibt, ist das Thema Nachhaltigkeit in drei eigenen Fächern, und zwar einerseits das Thema Grundlagen der der Nachhaltigkeit und dann aber auch adaptiert an die Herausforderungen in der Logistik als Ganzes. Wir haben ein sehr spezifisches und spezielles Zeitmodell kreiert und entworfen, denn unsere Studierenden, die arbeiten und sie studieren beides parallel in ihren Partnerunternehmen. Und ganz zentral ist hier der Aspekt der Studierbarkeit, sodass beide Dinge natürlich dann parallel erledigt werden können. Das heißt, so 100% an vollakademischen Grad erreichen, in dem Fall einen Bachelor. Und aber auch dann in der Praxis nicht nur Dinge zu Erfahrung zu sammeln, sondern natürlich auch Mehrwert für das Unternehmen zu stiften. Und wir haben hier das mal exemplarisch dargestellt. Wir haben drei Phasen. Eine Phase, der Student oder die Studentin ist bei uns eine Woche vor Ort in Frankfurt. Und dann haben wir eine Online-Phase, dass wir so wie jetzt in Echtzeit mit den Studierenden Unterricht machen oder direkt kommunizieren. Und dann haben wir eine Selbstlern- oder auch eine asynchrone Phase, dass wir gesagt haben, die Studierenden müssen nun mal auch selber sich Dinge erarbeiten. Und da bieten sich Fallstudien an, nach Vorgabe mit uns, also dass man bestimmte Falllösungen halt auch dann arbeitet, wenn man eben nicht in der Hochschule ist. Das Zeitmodell haben wir auch von den Zeiten her so angepasst, dass das sehr gut kombinierbar ist mit der praktischen Arbeit. Hier haben wir stichwortmäßig einmal gegenübergestellt, was heißt es synchrones Lernen und asynchrones Online-Lernen oder E-Learning asynchron. Das ist das, was ich eben zum Schluss kurz angerissen habe, vor allem die Erarbeitung von selbstständigen Fallstudien. Und dazu ist der Mehrwert für die Unternehmen wirklich nicht unerheblich, weil wir hier halt gemeinsam mit den Unternehmungen Falllösungen erarbeiten bzw. Studienfragen erarbeiten. Warum gerade dieser Studiengang? Eingangs habe ich gesagt, beziehungsweise Jürgen Schultheiß hat ja eben auch das große Thema skizziert, in dem wir uns sind, in dem wir uns beschäftigen. Einerseits ein enormer Innovationsdruck, vor allem in der Logistikbranche, dann aber eben auch die Herausforderungen, die ja nun gerade aktuell wirklich extrem sind. Und ohne den Ukraine-Krieg und ohne diesen politischen Verwirrungen gibt es natürlich dramatische Herausforderungen durch die global gestörten Lieferketten, als ein Beispiel zu nennen. Unser Ziel als Hochschule ist es, hier Führungsnachwuchs natürlich zu bilden, die Kompetenzen sich aneignen, die morgen und übermorgen auch gefragt sind. Das heißt, wir haben hier eine Kombinatorik im Programm, dass wir verschiedene Disziplinen vereinbaren, also aus dem Bereich Nachhaltigkeit, natürlich technische Aspekte, was ich eingangs schon gesagt habe. Und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass Logistik ein ganz wesentlicher, ein zentraler Wirtschaftsbereich ist. Allein der Raum Frankfurt oder der Wirtschaftsraum Frankfurt zeigt das ja unter anderem mit dem Holm, mit dem House of Logistical Mobility, mit dem Flughafen selbstverständlich, aber halt auch mit der mannigfaltigen und vielfältigen industriellen Ansiedlung, die wir vor Ort haben.
Ein ganz zentraler Aspekt, das haben wir hier auch dargestellt, ist die Begleitung einer aus unserer Sicht Zukunftsbranche. Und wir sehen ja nicht nur die Bedeutung und die Wichtigkeit der Branche, sondern wir sehen auch, wie stark sie sich im Wandel befestigt. Wenn ich allein darüber nachdenke, wie bewegen wir uns in einem urbanen, städtischen Raum, welche neuen Verkehrsträger entwickeln sich, wie ist die Rolle der Bahn in Zukunft, wie schaffen wir es, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, wie schaffen wir insgesamt den Güterverkehr klimaneutral zu gestalten, wie schaffen wir das Thema Kreislaufwirtschaft auch zum Beispiel in großen industriellen Systemen wie dem Industriepark umzusetzen. Also wirklich sehr spannende Fragen, die vor allem für junge Menschen von heute halt auch die Bedeutung nachzeigen, ja, wo werde ich denn eigentlich in Zukunft arbeiten? Von unserem Lernkonzept vielleicht nur zwei, drei Aspekte. Unsere Hochschule ist sehr praxisorientiert, sehr praxisnah. Wir haben regelmäßig Gastvorträge hier von der R&V-Versicherung. Die haben seinerzeit den autonom fahrenden Bus quasi entwickelt. Ich hatte selber letzte Woche einen Gast von der Deutschen Bahn Cargo bei uns. Also davon lebt natürlich insgesamt ein Studium immer von einem praktischen Bezug. Und das stelle ich mir selbstverständlich auch für unseren Logistikstudiengang vor, dass wir hier mit den Partnerunternehmen direkt auch nicht nur Lösungen erarbeiten, wie hier das Beispiel mit der Deutschen Telekom zusammen, sondern dass wir ja nicht nur stumpf irgendwie Wissen drüber mitteln, sondern auch Wissen neu schaffen. Der Mehrwert für unsere Partner, sei es jetzt, dass sie bei uns Logistik studieren oder natürlich auch an den anderen Fachbereichen, wir wollen hier das Netzwerk, was besteht, nutzen. Vor allem der BGL hat ein gewaltig starkes Netzwerk, wie Elvis natürlich auch. Dann extrem wichtig den Bezug zu den politischen Entscheidungsträgern, dann die Nähe an den Themen. Ich habe witzigerweise, sage ich bei mir in den Vorlesungen aktuell, ganz so, ach, googeln Sie mal den Namen Engelhardt und Fahrermangel. Und dann gucken mich alle ganz erstaunt an und sagen so, oh, der war ja da präsent. Also das Thema ist präsent und wir sind halt hier als Partner sehr nah an den Entscheidungen auch dran. Ja, wichtig wird für unsere Absolventen, aber natürlich auch für die Unternehmen, dass wir Führungskräfte ausbilden und Absolventen ausbilden, die entscheiden können, die ein gutes Grundverständnis haben und dann auch in dieser spannenden Branche. Wir unterstützen sie, den Fachkräftemangel zu begegnen. Das heißt, sie können bei uns eine Stellenausschreibung platzieren. Wir haben ein eigenes Career Center, welches sie auch im Finden und in der Bewertung von Bewerberinnen und Bewerbern halt auch unterstützt. Dazu habe ich ein Team bzw. mehrere Kolleginnen und Kollegen, ja, die Ihnen da sozusagen mit Rat und Tat und Erfahrung vor allem und Herzblut auch zur Seite stehen. So, jetzt bin ich, hoffe ich, glaube ich, in der Zeit, Jürgen und Miriam. Das mal so ganz, ganz im Schnelldurchlauf. Weitere Informationen haben wir auf unserer Webseite und selbstverständlich stellen wir Ihnen diese paar Folien im Nachgang sehr gerne zur Verfügung. Ja, vor allem erstmal herzlichen Dank, Peter Holm, auch für die präzise Landung. Das ist ja die Logistik zur rechten Zeit am rechten Ort, die richtige Lieferung. Ich darf vielleicht noch einen Punkt hinzufügen, der nicht unwichtig ist in der allgemeinen Debatte. Das Brüsseler Gemeinschaftsbüro der Transportunternehmen hat sich ja auch ganz klar für das Projekt Fit for 55 der Europäischen Union ausgesprochen. Also da gibt es von Ihrer Seite auch, ich spreche jetzt mal von Ihrer Seite, ein klares Bekenntnis. Und das Zweite, was ja nicht zuletzt auch für Studierende sehr interessant ist, ist, Sie arbeiten und studieren und lernen ja in unmittelbarer Nachbarschaft der demnächst größten PTL-Anlage der Welt, wo dann für den Aviation-Sektor produziert wird, wo aber auch produziert wird für den Bahnverkehr, für den Coradia Island. Das ist, glaube ich, auch im Blick auf die Praxis nicht unwichtig. Wir sind beim Industriepark Höchst und ich darf Dr. Werner Andres jetzt um seinen Vortrag bitten. So, sehen Sie den Vortrag? Jetzt ist es sehr gut. Danke. Gut, prima. Ja, Herr Schultheiß, danke für die Überleitung und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einen wunderschönen guten Nachmittag. Hoffentlich nicht so schwül und so warm, wie es bei mir der Fall ist. Angenehmes Zuhören wünsche ich unter diesen klimatischen Verhältnissen.
Ich möchte Ihnen jetzt mal innerhalb von 10 Minuten ganz kurz näher bringen, wie es aussieht, gegenwärtiger Sachstand zur Energie- und Verkehrswende im Straßengütertransportwesen. Und dazu eingangs, was wichtig ist, die Politik, die orientiert sich an all ihrem Tun, wie es da steht, an den Aspekten Ökologie und insbesondere darin enthalten Nachhaltigkeitsaspekte, ferner ökonomischen Aspekten. Was auch wichtig ist, alles, was gemacht wird, muss sozialverträglich sein. Das heißt, es muss Bevölkerungsakzeptanz finden und darf nicht zum Nachteil der Bevölkerung sich entwickeln. Und Russland-Ukraine-Krieg hat gezeigt, was auch noch äußerst wichtig ist, ist die Versorgungssicherheit aller Energieträger, die wir zukünftig zum Klimaschutz einsetzen wollen. Vielleicht kurz zur Info, über welche Größenordnungen an Lkw-Zulassungen reden wir denn im Güterkraftverkehrgewerbe? Da steht zum Beispiel Lkw aller Größenklassen, das sind 3,5 Millionen. Aber Vorsicht, von diesen 3,5 Millionen Lkw aller Größenklassen, ja, befinden sich 3 Millionen allein bis zur zulässigen Gesamtmasse einschließlich 3,5 Tonnen. Das ist die ganz überwiegende Mehrheit. Wir sagen immer, das sind so Spielzeugautos, Matchbox-Autos. Also die schweren Fahrzeuge sind das nicht in der Mehrheit, sondern wir betrachten die Lkw größer 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse. Und Sie sehen, das sind roundabout 532.000. Und wenn Sie wollen, kommen noch die Sattelzugmaschinen hinzu mit 222.000. Sodass wir roundabout um die 700.000 schwere Lkw haben. Das muss man wissen, wenn man von Lkw redet, gell? Weil dann immer in der Gesamtbetrachtung die Gesamtzahl aller Lkw in den Fokus tritt. Also einschließlich dieser 3 Millionen leichten Nutzfahrzeuge. Die Klimaschutzziele laut Klimaschutzprogramm, die sehen ja vor, im Zeitraum 1990 eine CO2-Minderung um 48% mit dem Target, mit dem Ziel 2030 auf 85 Millionen Tonnen CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu erreichen. Und Sie sehen, wenn man mal die Entwicklung sich anschaut, die CO2-Emissionswerte im Zeitraum 1990 bis 2021, da hat sich nicht so doll was getan. Gell? Also wir liegen um die 163, 165 Millionen Tonnen CO2 kontinuierlich eigentlich. 2020, 2021 sehen Sie einen Rückgang auf 150 bzw. 145 Millionen Tonnen. Das ist aber der Corona-Pandemie geschuldet, weil es da weniger Transportbewegungen gab. Sie sehen aber weiterhin, wenn man von diesen 163 Millionen Tonnen kommen will, laut Zielsetzung auf 85 Millionen Tonnen, dann ist das ein gewaltiger Schritt, ein gewaltiges Potenzial, was man einsparen müsste. Ob man dem Genüge tun kann, wage ich zu bezweifeln, aber ja, dementsprechende Glaskugel habe ich nicht. Es wurde vorher schon angesprochen von Herrn Schultheiß, gell? Es sieht aus, als ob die CO2-Emissionen stagnieren und da kommt als öfters der Vorwurf, ja, das Verkehrswesen im Speziellen, der Schwerlastverkehr tut ja nichts zur Reduktion dieser CO2-Emissionen. Und dem muss man halt eben vehement widersprechen, man muss dann halt eben berücksichtigen, ja, in der Tat, die CO2-Emissionen sind gestiegen im Straßengüterverkehr, Sie sehen es links von 95 bis 18 um 22%. Aber, und jetzt kommt das Aber, im gleichen Zeitraum ist auch die Transportleistung gestiegen, und zwar um das fast Vierfache. Und der Bestand an Lkw ist um 37% gestiegen. Und all diese Anstiege und in Kombination mit technischen Innovationen vorwiegend haben dazu geführt, dass diese Zuwächse gepuffert werden konnten, sodass sich in der Roundabout-CO2-Bilanz eigentlich plus minus null nichts getan hat, was merklich in diesem blauen Balkendiagramm zu sehen war. Und unten drunter Prognose 2030 habe ich mal aufgeführt. Da wird ein weiterer Zuwachs erwartet in der Transportleistung auf 573 Milliarden Tonnenkilometer. Das ist enorm. So, jetzt mache ich mal einen Schwenk auf den Bereich Nutzfahrzeuge, leichte und schwere. Sie sehen das hier in den Balkendiagrammen. Unten wiedergegeben, das sind die CO2-Emissionen im Bereich schwere Nutzfahrzeuge. Das sind ungefähr 38 Millionen Tonnen CO2. Da oben drüber in dem kleinen dunkelgrauen Feld 10 Millionen Tonnen, das sind die Emissionen leichter Lkw, also kleiner 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse. Und oben drüber, das sind die restlichen Verkehrsteilnehmer. So, und die Klimazielsetzung, wie gesagt, im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge, da möchte man gerne runterkommen von diesen
insgesamt 48 Millionen Tonnen auf 34 Millionen Tonnen. Das heißt, hier will man bis 2030 eine Einsparung von 14 Millionen Tonnen CO2 erreichen. Das hört sich erstmal, überschaubar an. Wenn man aber mal guckt, diese 14 Millionen Tonnen CO2, jetzt habe ich mal so Pi mal Daumenrechnung gemacht, sehen Sie es mir nach, wenn Sie da auf ein bisschen andere Werte kommen, das ist Rundung geschuldet etc. Aber das sind so die Hausnummern, die sind wichtig. Das heißt, die 14 Millionen Tonnen CO2, die würden entsprechen oder die entsprechen 5,3 Milliarden Liter Diesel, die man einsparen will. Und das mal umgerechnet auf die Menge Methan oder Erdgas, wären das, Sie sehen es, 3,82 Milliarden Kilogramm beziehungsweise 3,82 Millionen Tonnen. Wenn man auf den Wasserstoff gehen würde als alleiniges Substitut, dann käme man auf 1,6 Milliarden Kilogramm Wasserstoff. Und wenn man die erzeugen wollte durch grünen Strom, wäre das praktisch 80,5 Terawattstunden Strom, den man für die Elektrolyse bräuchte. Und die Bundesregierung hat vorgesehen, im Vergleich dazu bis 2030, das soll durch den Einsatz von 20 Terawattstunden Strom insgesamt 14 Terawattstunden Wasserstoff für Kraftstoffe bereitgestellt werden. Also das sind mal so Hausnummern, wie Sie sehen, welche enormen Anstrengungen der Güterkraftverkehr für sich beansprucht, wenn man diese Klimaziele auch erreichen will. So, erzeugt man das nur durch grünen Strom, käme man auf 51 Terawattstunden. Was man auch noch hätte, die optionale Möglichkeit, Diesel zu ersetzen durch E-Fuels. Professor Bayer wird dann wahrscheinlich darauf näher eingehen, oder synthetische Kraftstoffe als weitere Option. Zum Bereich Methan, da wissen wir von der Fachbranche der Biomethanbetreiber oder Hersteller, dass diese Menge eigentlich vorhanden ist, also dass es da Möglichkeiten gibt, heute schon unmittelbar diese Menge bereitzustellen für die zukünftige Anforderung. Jetzt sehen Sie mal hier diesen Strommix für Deutschland 2021. Was wurde denn an Bruttostrom erzeugt? Und da sehen Sie, 490 Terawattstunden wurden erzeugt. So, und wenn Sie das mal vergleichen mit den Zahlen, die hier stehen, was dann so die Bedarfe wären, dann heißt das, man müsste eigentlich erheblich mehr Strom erzeugen, um diese 14 Millionen Tonnen Einsparung Rechnung tragen zu können. Hier ist noch aufgeführt in dem Strommix, Sie sehen die Kernenergie, die fällt ja weg. Steinkohle, Braunkohle müsste eigentlich auch wegfallen. Und was noch hier erwähnt ist, ist Erdgas mit 51 Terawattstunden Stromeinspeisung und hier ist die Biomasse mit 43 Terawattstunden Stromeinspeisung. Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft, das sind so die volatilen Energien, wie sie bezeichnet werden. Da muss man immer gucken, gell, wie sind die Witterungsverhältnisse, wie sind die Wetterverhältnisse, dass man diese Kräfte eigentlich zu 100% ausnutzen kann, wovon wir eigentlich weit weg sind vom Auslastungsgrad. Wichtig ist auch zu wissen, der Stromimport, der beträgt rund 52 Terawattstunden. Das ist ungefähr die Menge, die wir gegenwärtig an Wasserstoff in Deutschland herstellt, 52 Terawattstunden. Und der Bruttostrombedarf, jetzt kommt eigentlich, ja, was dazu führt, dass die Augen gewaltig aufgehen müssten. Bruttostrombedarf wird geschätzt bis 2030 auf knapp 700 Terawattstunden und 2045 sogar auf 909 Terawattstunden. Und wenn man dann sich vergegenwärtigt, Steinkohle, Braunkohle, Kernenergie soll wegfallen und wir haben zusätzlichen Strombedarf durch die ganzen Sektoren im Bereich Klimaschutz, dann muss man sich schon fragen, wo soll die ganze Menge an idealerweise regenerativem Strom herkommen. Das ist schwierig. Hier ist mal so ein Prognosebedarf für Wasserstoff von der nationalen Wasserstoffstrategie geäußert. Der bewegt sich zwischen 90 Terawattstunden und 110 Terawattstunden für das Jahr 2030. Und da sehen Sie auch schon, die nationale Produktion, die wird dann mit 28 Terawattstunden angesetzt, wohingegen der Import mit 56 Terawattstunden angesetzt wird, beziehungsweise 76 Terawattstunden. Und einen Teil will man auch decken durch blauen Wasserstoff. Also da ist noch keine große Rede von grünem Wasserstoff. Das heißt, bis 2030 ist davon auszugehen, dass der Wasserstoff zum Großteil nicht grün sein wird, sondern in anderen Farben erhältlich sein wird. Vor allem in den Farben Grau und Blau. Wir haben uns mal beim BGL den Spaß gemacht, mal umzurichten, wenn man den ganzen Straßengüterverkehr verstromen würde und dazu Windkraft heranziehen würde. Und da sind wir gekommen auf zusätzliche 55.000 Windkraftanlagen. Und wenn man das aufteilt auf leichte Nutzfahrzeuge, die wären dann mit 11.500 dabei
und die schweren auf 43.700 Windkraftanlagen. Und die sind so ausgerechnet, die Dimensionierung bei dem durchschnittlichen Auslastungsgrad, den wir heute haben. Also keine idealisierten Werte mit 100% Auslastung. So, und der gesamte Verkehrssektor mit allen weiteren Verkehrsteilnehmern, der hätte einen Bedarf von 187.000 Windkraftanlagen. Nur damit Sie mal so eine Zahl haben, von was wir überhaupt reden. Betrachten wir die Kernkraftwerke. Kernkraftwerk ist hier noch im Plural genannt, als die Zeitstunde erstellt wurde. Mittlerweile haben wir noch eins. Ja. Also wir bräuchten, wenn man die Kernkraft nehmen würde, 18 zusätzliche Atomkraftwerke, beziehungsweise 61. Das ist illusorisch bei dem gegenwärtigen Stand der Dinge zum Ausbau der Kernenergie. So, jetzt erschrecke ich Sie mal mit dieser recht kompliziert erscheinenden Übersicht. Das ist mal im Rahmen der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität erstellte Hochlaufprognose für die Einführung von Batterieelektrik, für die Einführung von Wasserstoff, Brennstoffzellen, Oberleitungs-LKW. Und da sehen Sie, da hat man sich bis 2030 das Ziel gesetzt, Batterieelektrik im Regionalverkehr eigentlich jetzt schon beginnend hochlaufen zu lassen. Zunächst mit Ladeinfrastruktur zwischen 100 bis 350 Kilowatt Ladeleistung. Und das soll aber fortgesetzt werden, sodass ab 2024 auch, Sie sehen es unten drunter, Batterieelektrik im schweren Lkw-Verkehr eingesetzt werden kann. Dort muss man sich aber dann mit Ladeleistungen, mit Multicharger-Systemen begnügen, die bei ungefähr 1400 Kilowatt liegen. Da ist man noch nicht so recht jetzt dabei. Man hat es vor, das in Hochlauf ab 2023, 2024 beginnen zu lassen. So, im Bereich Wasserstoff-Lkw, da sehen Sie erstmal bis 2024, 2025 recht wenig. Da geht es mit der dunklen Farbe erst los 2026. Da rechnen auch die Fahrzeughersteller mit einem Markthochlauf für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw. Da wird sich vor 2026 nichts tun oder recht wenig tun. Vergangenes Wochenende hatten wir eine Info bekommen von Clean Logistics. Die haben ihren Wasserstoff-Lkw vorgestellt, ihren erstmaligen Prototyp. Das ist aber auch nur, sagen wir mal, ein Prototyp. Das ist mit Hochlauf, hat es noch nichts zu tun im Markt. Und Sie sehen, darunter ist auch vorgesehen, ab 2027 Betrieb von H2-Tankstellen zu errichten. Man muss natürlich den Hochlauf der Fahrzeuge mit dem Hochlauf der Infrastruktur gleichschalten, sonst funktioniert das nicht. Was nutzt mir ein Fahrzeug, wenn ich dafür keine Tankinfrastruktur habe? Und für die Infrastrukturhochlaufphase ist angesetzt, so, naja, Anfang 2030 bis 2040 das Ganze im Markt zu etablieren. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich viel früher Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge haben, als die dafür notwendige ausreichende Wasserstoffinfrastruktur. Das ist gegenwärtiger Stand der Dinge. Beim Oberleitungs-Lkw, da ist angedacht, auf ein insgesamtes Oberleitungsnetz von roundabout 4.000, 4.500 Kilometern zugreifen zu können. Spruchreif ist da noch nichts. Wäre natürlich eine ideale Möglichkeit, eben der Fernstrecke das Fahrzeug mit Strom zu versorgen über einen Elektromotor und dann, wenn es von der Fernstrecke runtergeht, in regionale, untergeordnete Straßennetze, dass man da konventionelle Kraftstoffe bzw. alternative Kraftstoffe im Hybridbetrieb einsetzen kann. Was Sie vermissen in dieser Grafik, das sind Gasfahrzeuge, LNG, CNG. Da sehen Sie, damit ist auch widerlegt, der Stellenwert, den LNG, CNG in der NPM spielt, für Brückenkraftstoffe oder alternative Kraftstoffe bis 2030. Wenn wir mal gucken, welche Fahrzeuge in welchen Einsatzgebieten überhaupt ihre Stärke haben, dann sehen Sie in diesem Schaubild, Diesel, das ist unsere gewohnte Kraftstoffart, Reichweiten über 1000 Kilometer, den können wir einsetzen, den Diesel im Nahverkehr, Regionalverkehr, Fernverkehr, problemlos etablierte Technik, mit Servicenetz, mit Tankstellennetz, alles vorhanden, wunderbar. Gehen wir auf die Batterieelektrik, ja, dann ist zurzeit zum Reichweiten 150 oder 200 Kilometer sind realisierbar, aber auch dann nur im leichten Nutzfahrzeugbereich. Wenn wir auf schwere Nutzfahrzeuge gehen, da sind die Batteriegewichte noch zu groß, die Energiedichten sind noch zu gering. Es wird zwar daran geforscht, die Energiedichten zu erhöhen, aber im Einsatzbereich Batterieelektrik gerade weiterer Regionalverkehr, Fernverkehr ist absolut auch noch illusorisch. Was wir gegenwärtig machen können, als einzige Option, die auch im Markt verfügbar ist und wo wir sofort einen Beitrag leisten könnten zum Umweltschutz, Klimaschutz, das ist der Einsatz von Erdgas-Lkw in Form von LNG,
CNG, Fossil oder auch Bio-LNG, Bio-CNG. Das wäre verfügbar, wenn da nicht infolge des Ukraine-Russland-Krieges es zu enormen Verteuerungen LNG-CNG-Preis gekommen wäre. Auch die Verfügbarkeit ist mittlerweile stark eingeschränkt. Und das hat leider dazu geführt, dass zum jetzigen Zeitpunkt Biogas oder LNG, Fossil, LKW für uns wettbewerbsneutral oder sogar gegenüber dem Diesel nicht mehr mit Wettbewerbsvorteil einsetzbar sind. Wer gegenwärtig einen LNG-LKW betreibt, fährt ins dicke Minus. Das ist schade. Wir haben auch mehrfach an die Politik appelliert, uns mit Beihilfen wie auch immer zu kommen, mit Förderungen, sind da bis jetzt leider auf wenig Gehör gestoßen. Das muss man bedauern. Und die Leute, die innovativ waren, die Vorreiter waren für den Klimaschutz, die sind mehr oder weniger leider abgestraft worden, indem sie ihren Fuhrpark jetzt stilllegen mussten und viele schwenken oder müssen wieder umschwenken auf Dieselfahrzeuge. Damit ist natürlich dem Klimaschutz ein Bärendienst geleistet. Wasserstoff, Brennstoffzellenfahrzeuge, wie gesagt, gibt es noch nicht. Die wären auch über alle drei Einsatzbereiche einsetzbar. Markthochlauf, wie gesagt, vorgesehen 2026 für die Fahrzeuge. Die Infrastruktur wird später kommen, sodass die Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge für uns gegenwärtig keine Option sind. Also die Optionen, die wir hätten, sind Gasfahrzeuge, LNG, CNG. Wir können darauf nicht zurückgreifen, nicht konkurrenzfähig aufgrund des hohen Preises, aufgrund des Krieges Russland, Ukraine, aufgrund des Weltmarktgebarens zur Preisgestaltung von LNG, CNG. Ein weiterer Aspekt, der den anzumahnenden Ausbau der Infrastruktur ganz deutlich hinterlegt, ist, wir haben im Bereich Diesel haben wir ungefähr 14.400 Tankstellen, Straßentankstellen. Und davon sind 358 Tankstellen entlang den Autobahnen installiert. Wenn man mal zurückblickt, 1970 waren das mal 46.000 Tankstellen, die wir hatten. So, LNG-Tankstellen, Sie sehen es, 112 öffentliche haben wir. Und CNG-Tankstellen 793 und davon 600 mit Biomethan ausgerüstet. Das ist schon enorm. Vor dem Hintergrund, in Deutschland haben wir ungefähr 5000 LNG-LKW, die sich auf den Straßen bewegen. Wasserstofftankstellen, Sie sehen es, 92 Stück haben wir, wunderbar. Aber davon sind insgesamt nur 10 Stück roundabout für LKW geeignet, mit einem Betankungsdruck 350 bar. Bis Ende 2020 sind 100 geplant. Also da haben wir auch noch einiges, das müsste 2025 sein, ja, haben wir auch noch einiges vor uns. Ladestationen für Elektro-Kfz, Sie sehen es, 28.600 haben wir zurzeit. Ladestationen sind das mit Ladepunkten von 58.000 roundabout und 2019 waren von 16.100 Ladepunkten lediglich 25 für E-LKW. Also Sie sehen, es hapert im Ausbau der Infrastruktur noch gewaltig. Vor dem Hintergrund, bis 2030 wollen wir auf 85 Millionen Tonnen im Verkehrssektor zurück, 14 Millionen Tonnen einsparen bei LKW. Das ist mehr als eine Herausforderung. Und wenn Sie die Strombedarfe sehen und das, was man wirklich in Deutschland produzieren kann, dann muss man fast schon sagen, es ist jetzt schon absehbar, wir erreichen das Ziel nicht. Deswegen so ein kleines Schlussrenommee, wir haben kein Verteilungsproblem, dass man Kuchen verteilen kann, sondern wir haben ein immenses Herstellungs- und Bereitstellungsproblem für die alternativen Energien. Und die Betrachtung aller Sektoren in Summe, das macht Sinn. Es macht aber keinen Sinn, indem man sich fokussiert auf einen Sektor, der die Klimaschutzziele gar nicht umsetzen kann und den gegebenenfalls anprangert. Ihr tut ja nichts. Das macht keinen Sinn. Klimaschutz interessiert, was unterm Strich rauskommt, nicht was ein einzelner Sektor macht. Deswegen steht da, einzelne Sektoren gegeneinander auszuspielen, ist vor dem Hintergrund der Machbarkeit und Sachzwänge nicht angebracht. Das ist so ein kleines Schlussplädoyer. Ich hoffe, mit diesem Schweinsgalopp habe ich Sie nicht allzu sehr gelangweilt oder verwirrt. Danke für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, wir fragen jederzeit sehr gerne. Danke. Herr Dr. Andres, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich profunden Überblick. Ich sprach eingangs davon, dass wir eine multiple Krise erleben. Und ich verstehe Ihren Vortrag eben auch als Plädoyer, dass man branchenübergreifend, disziplinübergreifend viel, viel stärker zusammenarbeiten muss. Anders geht es nicht mehr. Und ich gestatte mir noch den Hinweis, dass die Schweiz vielleicht ein gutes Beispiel liefert. In der Schweiz hat die Migros zusammen mit Hyundai ein System aufgebaut mit Brennstoffzellen-Lkw.
Aber das System der Tankstellen und diese Einführung dieser Technologie hat in Kooperation von Unternehmen und von Staat stattgefunden. Und ich glaube, diese offene Form der Kooperation zum Vorteil aller wäre womöglich ein Beispiel für uns. Aber das können wir vielleicht im Nachgang noch diskutieren. Ich darf jetzt überleiten zu Professor Dr. Thomas Bayer und ihn um seinen Vortrag bitten. Bitte schön. Ja, Herr Schulthaus, vielen Dank. Neben meiner Aufgabe an der Provades Hochschule bin ich auch beim Betreiber dieses kleineren Industrieparks hinter uns beschäftigt. Und natürlich ist nicht nur für die Logistik, die Mobilität, die Energiewende ein großes Thema, sondern für die chemische Industrie auch, die ja nicht nur energetisch sehr intensiv unterwegs ist, sondern auch heute fossile Energieträger rohstofflich verbraucht. Und das sind nicht nur die berühmten Kunststoffe, sondern das geht hin bis zu Arzneimitteln, Pflanzenschutzmitteln oder Düngern. Und von daher steht die chemisch-pharmazeutische Industrie ebenso vor einer riesigen Herausforderung. Der Industriepark Höchst selbst, das frühere Stammwerk der Höchst AG, ist heute ein Verbund von rund 90 Unternehmen mit fast 1000 Gebäuden und über 120 Produktionsanlagen, in denen von Polymeren über Pflanzenschutzmittel bis hin zu Arzneimitteln produziert wird. Das ist zum Beispiel einer der größten Standorte weltweit zur Herstellung von Humaninsulin für Diabetiker. Und Sie sehen hier auch rechts unten etwas vermerkt, nämlich der Stromverbrauch liegt bei rund 2 Terawattstunden und der Wärmebedarf bei 3,5. Das heißt, solche Industrieparks sind immer wärmegeführt. Und wenn Sie das beides zusammenrechnen, dann haben Sie nochmal ungefähr das, was als Rohstoffe heute aus fossilen Energieträgern energetisch gerechnet am Industriepark in Produkte umgesetzt wird. Also das heißt, die Herausforderung ist immens. Aber das soll nicht das Thema sein heute, sondern Infrasurf als Betreiber dieses Industrieparks befasst sich natürlich auch zusammen mit den Kunden am Standort mit der Fragestellung, wie kommen wir den Zielen, die ja per Gesetz vorgegeben sind für 2045, näher? Und natürlich gibt es jetzt nicht den Masterplan für alles. Es gibt die Ziele, die Wege zur Umsetzung sind, sagen wir mal, relativ unklar. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich mit Technologien befassen. Und so ein Industriepark hat den großen Vorteil, dass viele Dinge verfügbar sind. Wir haben zum Beispiel aus biogenen Quellen Kohlendioxid. Wir haben auch biogene Abfälle, die wir zu Biomethan umsetzen können. Das war ja auch eben ein Stichwort bei meinem Vorredner. Wir haben auch Wasserstoff am Standort. Das betrifft auch viele Industrieparks. Und auf dieses Thema werde ich noch etwas näher eingehen. Und man kann daraus natürlich Chemikalien für die chemische Industrie herstellen, aber genauso natürlich auch Treibstoffe. Sie können auch Methan herstellen. Also chemisch geht vieles. Aber das muss man klar sagen. CO2 als Rohstoff wieder in Kohlenwasserstoffe. Das ist ja endgültig das, was wir heute als Treibstoff auch einsetzen, in der Mobilität umzusetzen, ist sehr energieintensiv. Und auch das hat mein Vorredner ja schon gesagt. Mit dem, was wir heute an Energien so ja immer in den Vordergrund stellen, das ist ja meistens der Strom. Das ist nur ein Drittel des Primärenergiebedarfs der Bundesrepublik Deutschland größenordnungsmäßig. Das heißt, da muss viel getan werden. Sie sehen hier mehrere Beispiele und ich möchte etwas näher eingehen. Einmal auf das Thema der Brennstoffzellenzüge, was ja eben schon angesprochen worden ist. Und auch auf das Thema Power to Liquid im Sinne von Herstellung von Kraftstoffen aus CO2 und Wasserstoff. Wasserstoff ist für so einen Industriestandort nichts Neues. Wir gehen damit seit über 100 Jahren um. Das heißt, es gibt eine erhebliche Erfahrung mit einer Wasserstoffinfrastruktur am Ende des Tages bis über 800 Bar. Wir versorgen damit eine Tankstelle zum Beispiel. Wir versorgen auch die Umgebung über Trailerfahrzeuge mit Wasserstoff, andere industrielle Kunden, Tankstellen und Ähnliches. Aber wir nutzen diesen Wasserstoff auch, um Projekte zur Herstellung von klimaneutralen Kraftstoffen, Chemikalien und Ähnlichem in Form eines Innovation Campus möglich zu machen, damit sie sozusagen aus dem Labor heraus können in eine industrielle Umgebung, in den größeren Maßstab. Was die Versorgung der Mobilität angeht, so betreiben wir seit 2006 eine Wasserstofftankstelle auf 350 und 700 Bar. Also im Prinzip könnten Sie dort auch Lkw tanken, Klammer auf, wenn es denn welche gäbe, Klammer zu, außer ein paar Testfahrzeugen. Aber natürlich nicht, ich sage mal, hunderte von Lkw im Flottenbetrieb, weil dafür reicht dann der Wasserstoff heute auch erstmal nicht aus. Nichtsdestotrotz haben wir vor einigen Jahren den Werkbusverkehr im Industriepark umgestellt.
Das ist ein hessischer Privatunternehmer, der über viele Jahre, und es ist für ihn positiv, für unser Land sehe ich das als ziemlich peinlich an, die größte Brennstoffzellenbusflotte Deutschlands betrieben hat mit 8 Bussen. Ja, wenn Sie mal in andere Länder gucken, die sind schon etwas weiter. Und das hat er gemacht, weil er bei uns am Standort Wasserstoff tanken kann, als es eine Tankstelle gibt. Und dann ist genau die Punkte auch meines Vorredners wieder, das eine kann ich nicht ohne das andere, das klassische Henne-Ei-Thema. Und ich glaube einfach, dass solche Industrieparks als Hub sehr gut geeignet sind, Technologien weiterzuentwickeln in einen industriellen Maßstab. Und das tun wir auch mit dem nächsten Punkt, der hier rechts steht. Das ist nämlich die Anschaffung von Brennstoffzellenzügen durch den Rhein-Main-Verkehrsverbund, die ja irgendwo getankt werden müssen. Und ich sage mal, die einzige größere Wasserstoffquelle heute verfügbar ist im Industriepark Höchst. Die nächsten großen Wasserstoffquellen finden Sie in Köln und in Ludwigshafen. Also das heißt, da sind auch natürlich ein paar Punkte noch zu tun. Und wir haben zwar eine Quelle aus einer chemischen Produktion, wo das als Nebenprodukt anfällt, aber natürlich müssen Sie aus Versorgungssicherheitsgründen für solche öffentlichen Nahverkehr auch noch eine Reserveerzeugung bauen. Das haben wir getan. Da sind wir gerade dabei mit einer PEM-Elektrolyse 5 MW. Und wir sind auch in Forschungsprojekten unterwegs, noch eine flexible Elektrolyse dazu zu bauen. Mal auf dieses Beispiel der Brennstoffzellenzüge einzugehen, weil es, glaube ich, auch ein bisschen die Zeithorizonte ganz gut zeigt, die ja eben auch schon angesprochen worden sind. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund wird ab Winterfahrplan diesen Jahres auf den Tech-Strecken im Taunusnetz, das sind 4 verschiedene Strecken, die dieselbetriebenen Nahverkehrszüge durch Brennstoffzellenzüge ersetzen. Der Taunus ist Mittelgebirge, das heißt, da geht es auch noch hoch und runter. Das ist nicht unbedingt das bevorzugte Gebiet für reine batterieelektrische Züge, von denen es ja auch erste Prototypen gibt. Und Sie sehen, das sind 24 Züge plus 3 Reservezüge, die so im Schnitt alle 2 Tage zu uns zur Betankung kommen müssen. Wir reden über ungefähr 675 Tonnen Wasserstoff, die dort im Jahr benötigt werden. Und die Vorgabe des Rhein-Main-Verkehrsverbundes war, so ein Zug muss in 15 Minuten betankt sein, weil das kennen die Lokführer von der Dieselbetankung. Also von daher auch eine ziemliche Herausforderung, Wasserstoff in den Mengen so schnell zu vertanken. Aber man kann alles machen. Wir haben dann als Industriepark eine entsprechende Betankungsinfrastruktur aufgebaut. Wir haben auf der Südseite des Geländes unser Wasserstoffzentrum. Wir bauen eine zusätzliche Wasserelektrolyse und wir bauen in der Nähe des Nordens, das ist nicht so weit weg vom Personenbahnhof Höchst, über die fahren die verschiedenen Regionalnahverkehrszüge, eine entsprechende Tankstelle gebaut. Und dann müssen Sie Wasserstoff mal eben auch auf 500 Bar verdichten für eine solche Aufgabenstellung, damit Sie die Tanks durch Überströmung und entsprechende Verdichter dann befüllen können. Was Sie hier sehen, links ist mal, dieser Zug wird ab Dezember im Winterfahrplan im regulären Betrieb hier in den 4 Netzen fahren. Der ist schon mal reingefahren letzte Woche bei uns in den Industriepark auf die neu gebauten Gleise. Man kann da auch so neben dem Zug so einen kleinen Kasten erkennen. Das ist die Tankstelle. Das ist so ähnlich wie eine Tankstelle für Pkw, Lkw, wie Sie sie kennen. Natürlich mit einem etwas höheren Durchsatz und nicht für Diesel oder Benzin, sondern für Wasserstoff. Und was Sie unten sehen, sind die entsprechenden Speicher. Wir haben also eine Speicherkapazität von über 4 Tonnen für Wasserstoff, damit auch bei kurzfristigem Ausfall von Aggregaten zumindest über 2 Tage eine Betankung der Züge sicherzustellen ist. Und das sind hier in diesem Fall entsprechende Aufstellungen, die als Gastransportmodule mit Straßenzulassung hier stehen, weil wir nebenbei auch noch eine Reservetankstelle im Hintertaunus, falls die Züge mal nicht hier zu uns nach Frankfurt kommen können, aufrechterhalten müssen, um dort einzelne Fahrzeuge betanken zu können. Das ist Beispiel Züge. Andere Beispiel für Wasserstoff, ich hatte es eben erwähnt, aus CO2, Wasserstoff können Sie natürlich auch Kraftstoffe oder Chemierohstoffe herstellen. Und das ist erstmal getestet worden im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, über ein von der EU gefördertes Projekt, Alco2Chem. Da geht es einfach darin, CO2, was aus der Biomethanherstellung sozusagen frei in die Atmosphäre geblasen wird, in einer solchen Anlage, die bei uns im Industriepark steht, zu nutzen, um daraus dann Kraftstoffe oder Chemierohstoffe herzustellen. Dieses CO2 kommt aus einer Biogasanlage. Wir haben auch noch etwas größere hier am Standort. Das heißt, biogene Reststoffe, die am Standort anfallen, aber auch in der Umgebung, werden genutzt, um Methan daraus zu machen.
was heute schon zum Teil in das deutsche Erdgasnetz eingespeist wird als Biomethan. Und dabei entsteht ziemlich reines CO2, was man eben für solche Zwecke hier nutzen kann. Mit dem Wasserstoff aus der chemischen Produktion, und hier reden wir über eine Chloralkali-Elektrolyse, das heißt, dort wird als Rohstoff Strom eingesetzt. Also dieser Wasserstoff wird nicht aus Erdgas oder Kohle hergestellt, sondern über Strom. Dann bietet sich natürlich an, für solche Tests hier das Ganze einzusetzen. Wir haben als Standortbetreiber dann den industriellen Standort vorbereitet. Sie sehen hier so einen kleinen Container für diese sogenannte Mobile Synthesis Unit. Das sind so ein paar kleinere Container, die hier hergestellt worden sind. Und da ist es dann durchaus gelungen, in einem technischen Maßstab mehrere 10 Kilo an Weißölen und Wachsen, das waren die Zielprodukte in diesem Fall, herzustellen. Und auch das, was Infrasurf noch macht, ist natürlich, sie haben hier Strom, Wasser, Abwasser. Das heißt, sie haben eine technische Umgebung, die sie nicht erst für solche Anlagen bauen müssen. Und das ist dann wieder eine Frage, wie schnell geht etwas und wie kostengünstig. Und natürlich müssen sie das auch unterstützen, weil natürlich, ich muss nicht über, glaube ich, deutsche Behörden und Zulassungsverfahren sprechen. Das geht ja in Deutschland nicht einfach, indem sie es aufstellen, sondern sie müssen erstmal einen Genehmigungsantrag stellen. Ja, das Ganze war aber so erfolgreich, dass es darin resultiert, dass das Karlsruher Startup in Eratec, was auch in diesem Forschungsprojekt beteiligt war, die Entscheidung getroffen hat, sich hier bei uns im Industriepark anzusiedeln und eine Anlage zu bauen, die im Endausbau 3.500 Tonnen pro Jahr E-Fuels, E-Chemicals herstellen kann, und zwar aus dem CO2, was bei uns aus der Biogasaufbereitung kommt. Das ist grünes CO2. Damit sind sie sogar negativ, wenn sie so wollen, mit den 2-2-Emissionen. Und mit dem Wasserstoff aus unseren Elektrolyseanlagen, die sie natürlich mit grünem Strom betreiben können. Damit machen sie dann grüne Kraftstoffe. Im Endausbau wird das erstmal 10.000 Tonnen im Jahr an CO2 einsparen. Und es wird die zurzeit weltweit größte Anlage ihrer Art sein. Nicht, dass wir natürlich hier in Deutschland die Möglichkeiten hätten, unseren Gesamtbedarf überall an Rohstoffen zu decken. Aber ich denke, wir sollten zumindest die Technologien, die wir in Deutschland entwickeln, so weit bringen, dass man sie weltweit verkaufen und einsetzen kann. Ja, da ich zeitlich etwas begrenzt bin, möchte ich hier stoppen und freue mich natürlich dann auch, in der Diskussion Fragen beantworten zu können. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch an Sie für diese wundervolle Einführung. Ich will, bevor wir jetzt die Runde eröffnen, für diejenigen, die Fragen haben, vielleicht Folgendes zusammenfassen. Wir, glaube ich, ist das Bekenntnis ist klar, dass wir CO2 reduzieren müssen. Das ist auch juristisch geregelt. Wir sind in der Pflicht. Das Zweite, gerade die Logistikunternehmen stehen unter einem erheblichen betriebswirtschaftlichen Druck, was die Kosten angeht. Auf der anderen Seite haben wir inzwischen Umweltschäden, wie im vergangenen Jahr von der Swiss Re, dem zweitgrößten Rückversicherer der Welt, bekannt gegeben, zum allerersten Mal wieder über 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Also kurzum, die Herausforderungen sind enorm. Wir brauchen Kooperation, und ich glaube, die wichtigste Botschaft, auch die Dr. Andres uns gegeben hat, lautet: Wir verfügen über die Technologien, auch das haben Sie eben nochmal herausgearbeitet, Herr Professor Bayer, das ist da. Was wir brauchen, ist eine höhere, schnellere Umsetzung und mehr Kooperation. Das vielleicht als erstes kleines Resümee, und jetzt, glaube ich, sollten wir die Runde eröffnen für Fragen. Darf ich gerade einen technischen Hinweis für unseren Moderator geben? Wir haben zwei erhobene Hände, und zwar einmal von dem Herrn Flamann und einmal von dem Herrn Grummel. Ich würde gerne nacheinander beide zum Diskussionsteilnehmer machen. Und wenn Sie mögen, können Sie sich dann das Video freischalten. Dann können wir Sie auch sehen und sich entstummen. Und dann können Sie loslegen. Die Hand von Herrn Flamann hat sich, glaube ich, gerade schon erledigt. Dann hätte ich den Herrn Grummel. Herr Grummel, ganz kleinen Moment. Ich mache Diskussionsteilnehmer. Vielleicht noch ein technischer Hinweis an alle, wenn Sie einen Beitrag sagen möchten. Unten, ganz unten ist das Symbol Handheben. Wenn Sie da draufklicken, dann können wir Sie sehen und können wir Sie nacheinander eben auch zum Diskussionsteilnehmer machen. So, Herr Grummel, wenn Sie mögen, können Sie jetzt Ihr Video freischalten und die Stummschaltung bitte aufheben, und dann hören und sehen wir Sie hoffentlich.
Sie müssten bitte einmal unten links ist das, das Symbol stumm schalten und da kann man sich auch entstummen. Ich weiß nicht, wie es den anderen Teilnehmern geht. Ich kann sie leider nicht hören und auch noch nicht sehen. Ja, ich kann Herrn Krümmel auch noch nicht hören. Herr Krümmel, links unten die Stummschaltung aufheben, der linken Maustaste. Nein, dann vielleicht, wenn Sie Probleme haben, sind Sie so nett, schreiben Sie in den Chat und dann versuchen wir es nachher auch gerne nochmal. Ja? Gut, ich sehe jetzt auch nichts vom Chat. Gibt es eine Reaktion? Sorry, mein Computer hat keine Kamera und kein Mikrofon. Das ist schlecht, aber wenn Sie eine Frage haben, bitte gerne im Chat. Ich würde es dann auch vorlesen. Und unser Moderator ist dann so nett und moderiert Sie weiter. Miriam, darf ich eingrätschen? Ja. Der Herr Krummel hat im Chat eine Frage gestellt. Ja, ich darf mal vorlesen, weil du das wohl nicht siehst. Ich habe sie nicht gesehen, es tut mir leid. Ja, Frage an Herrn Bayer, schreibt Herr Krummel. Herr Bayer, Sie nicken, sehen Sie das im Chat? Ja, ich kann den Chat öffnen. Die Frage geht danach, was Wasserstoff kostet. Ja. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ob eine Herstellung von Wasserstoff durch Solarenergie ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist. Also eins, was Wasserstoff kostet, wenn Sie klassisch Wasserstoff herstellen, sind Sie so im Bereich von vielleicht 1 bis 2,5 Euro pro Kilogramm. Aber das ist ja nicht das, was wir nachhaltig in Zukunft wollen. Das heißt, das wird teurer werden. Und natürlich hängt das damit zusammen, wie teuer ist der Strom, weil das sind die Haupteinflussfaktoren für die Herstellkosten von Wasserstoff. Das ist völlig richtig. Deswegen nehme ich mal so Ihre Frage, dass das bekannt ist. Wir werden gar keine andere Chance haben, als auf das, was man so erneuerbare Energien nennt, zurückzugreifen. Und Solarenergie und auch Windenergie sind vielleicht in Deutschland gar nicht wirklich wettbewerbsfähig. Also Sonnenenergie würde ich eher in den Sonnengürteln in Nordafrika, in der arabischen Halbinsel und ähnlichen Regionen der Erde nutzen. Und Windenergie, selbst in der Nordsee, haben sie nicht so hohe Ausbeuten wie an einigen anderen Ecken auf diesem Planeten. Vielleicht kennen Sie das Projekt, was das Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit Siemens und anderen Partnern in dem Süden Chiles vorantreibt. Die haben dort eine Windhäufigkeit von über 6.000 Stunden im Jahr auf Nennleistung. An Land in Deutschland kommt es ungefähr auf 1.500 Stunden. Ja, also das ist eine ganz andere Geschichte. Und die gehen davon aus, dass sie Stromgestehungskosten haben zwischen 1 und 1,5 Cent pro Kilowattstunde. Ja, also der Verband der chemischen Industrie in Deutschland würde sich schon sehr freuen, wenn er Strom in Deutschland für 4 Cent bekommen könnte. Was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, dass solche Anlagen zur Herstellung großer Mengen Wasserstoffen nicht in Deutschland entstehen. Die werden sicherlich da entstehen, wo die Primärenergie aus Sonne, aus Wind am günstigsten ist. Dann haben Sie natürlich immer noch das Problem, wie kommt das CO2 dahin? Klar, das muss man alles lösen, aber am Ende des Tages Erdöl, Erdgas fahren wir heute auch über Tanker oder Pipelines um die halbe Welt. Also das ist dann, glaube ich, nicht mehr die Herausforderung. Also von daher lange Antwort, aber ich glaube einfach, ja, es wird möglich sein, das zu tun, aber nicht unbedingt in Deutschland. Herzlichen Dank, Herr Bayer. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich vielleicht, bis die nächste Frage formuliert wird, vielleicht noch mal gern Professor Holm befragen. Wir haben ja eben gesehen, welche Bandbreite das neue Thema Logistik hat im Kontext von alternativen Antrieben, von Energieversorgung. Was zeichnet denn diesen neuen Studiengang im Vergleich zu anderen Studiengängen aus? Ist es dieser technische Bezug? Ist es das branchenübergreifende, disziplinübergreifende? Was würden Sie oder wie würden Sie das charakterisieren, Professor Holm?
Also es sind mehrere Dinge. Jetzt habe ich ja nur ganz wenig Zeit, aber es ist ja deutlich geworden und Sie haben es ja auch angesprochen, es ist ja auch in der Diskussion deutlich geworden, dass wir wirklich vor großen, gewaltigen Herausforderungen stehen, eine Situation, so wie wir sie eigentlich noch nie hatten, erstens. Zweitens ist es wichtig, dass Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten bzw. ausbauen, besonders im Logistikbereich, da ist viel Nachholbedarf da. Die großen Themen Digitalisierung und nachhaltig, die sind mal eben nicht schnell umsetzbar. Ich denke, das haben alle Ausführungen heute gezeigt. Und dann haben wir aber auch das Thema Fachkräftemangel. Da müssen wir auch innovative Bildungsangebote zeigen. Und der BGL und die Provades Hochschule eine der Motivationen, weil wir gesagt haben, hier wollen wir ansetzen und diese Partnerschaft ist einmalig und die so wie es gibt, ist sie eigentlich kaum gleichbar, sehbar. Und dann haben wir halt auch die Nähe zu unserem Park. Das denke ich mal, ist eben auch bei den Ausführungen vom Kollegen Bayer deutlich geworden. Wir sind halt extrem nah auch an den und der Umsetzung dran. Dann ist der Standort Frankfurt natürlich wichtig. Logistikstandort ist natürlich exorbitant. Ja, und dann ist es etwas, was wir auch, Kollege Bayer wird das bestätigen, bei uns an der Hochschule sehen. Wir sind nicht so groß, aber wir sind auch nicht klein genug. Das heißt, wir können viele Dinge bewegen. Wir kennen einander. Wir kennen die Studierenden. Wir kennen die Unternehmen. Und diese ganz besondere Verzahnung von Herausforderungen aus der Praxis, gepaart mit auch wirklich fundiertem theoretischem Wissen, sei es nun bei unserem Kollegen der Naturwissenschaft oder Informatikern oder natürlich auch bei uns am Fachbereich, das ist das, was am Ende des Tages der Mehrwert darstellt für die Absolventinnen und Absolventen und mittelbar dann für die Unternehmen, weil die müssen an ihrer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, die müssen irgendwann einmal IoT, Blockchain, Nachhaltigkeit umsetzen und dass das ein Prozess ist und dass das vor allem, Herr Schulters, Sie haben es eben gesagt, Kooperation bedingt. Und da sind wir, denke ich, ein ganz, ganz wesentliches Mittel dafür. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen inzwischen? Ich sehe nichts im Chat. Dann würde ich, Miriam? Nein, ich sehe nichts im Chat. Dieses Mal wirklich nicht. Dann will ich die Gelegenheit nutzen, vielleicht Herrn Dr. Andres und Herrn Bayer, Professor Bayer, noch eine Frage zu stellen. Die Frage der Kooperation halte ich für eine ganz wichtige, also wie verschiedene Disziplinen kommunizieren können. Das andere ist die Frage, ob denn in der Politik beispielsweise die Dimension dieser Herausforderung bewusst ist. Und ich will gleich anschließend die Frage, was kann denn BGL, was kann Provades, andere, was können sie tun, um vielleicht noch deutlicher zu machen, wie groß diese Herausforderung ist. Dr. Andres, vielleicht zunächst Sie. Ja, Schulteis, vielen Dank. Ja, ich denke als mal, wenn man das Ganze sich so darlegt, wie so ein Puzzle, und dann mal drüber schaut, dann entsteht der Eindruck, als ob sich die Politik diesem ganzen Ausmaß eigentlich nicht bewusst ist. Weil ich nehme immer zur Kenntnis die Aussagen Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die argumentieren immer sehr viel mit Leuten, ihr müsst Acht geben, wenn bestimmte Kipppunkte überschritten sind, dann gibt es kein Zurück mehr. Und jedes Kilogramm, was dann versäumt wurde, heute einzusparen, das muss man dann in 2-3 Tagen im zehnfachen Faktor einsparen. Betrifft gerade die Problematik Jetstream, was für den ganzen Klima, was unser ganzes Klima aufrechterhält, das Schmelzen der Vulkane, das sind alles so Keypunkte. Wenn das mal eingetreten ist, wie so ein Dominostein, wenn was fällt, dann fällt das. Gell? So, und wir haben halt eben im Transportgewerbe die einzige jetzt verfügbare Möglichkeit, was für den Klimaschutz zu tun, indem man LNG, CNG, sei es fossil oder auch als Bio-LNG einsetzt. Gell? Die Chance haben wir. Wir können sie gegenwärtig leider nicht nutzen, wie gesagt, krisenbedingt. Da spielen dann wieder andere Faktoren eine Rolle, dass man sagt, okay, im Rahmen der Sozialverträglichkeit müssen wir Acht geben. Wir speisen diese Ressourcen lieber in die Wärmeversorgung der Bevölkerung ein. Das ist völlig d'accord, völlig verständlich, ja, bevor wir das in Verbrennermotoren verbrennen. Das mag man nicht. Aber dann muss man halt eben auch so offen und ehrlich sein und muss sagen, okay, der schwere Nutzlastbereich hat halt eben zurzeit keine Option zum Klimaschutz. Ja? Also betrachten wir mehr den Wärmesektor oder die Stromerzeugung. Und deswegen sagte ich, unterm Strich muss man gucken, dass was rauskommt. Und nur das zählt für den Klimaschutz, nicht was ein einzelner Sektor macht.
Und deswegen meine ich, diese ganzen Dimensionen, die sind der Politik nicht so gegenwärtig. Sonst hätte man schon viel früher sich dafür entschieden, wir machen aus LNG, CNG keine Brücke, sondern eine Verstetigung. Das hat auch was zu tun mit der Sicherheit der Versorgung. Je mehr Energiequellen man hat, auf die man zurückgreifen kann, desto resilienter wird man in den Lieferketten auch. Richtiges ja? Stichwort, ja. Ja. Professor Bayer, vielleicht an Sie noch die Nachfrage. Der Industriepark Höchst ist einer der größten Industrieparke in Europa. Sie sind bekannt. Wie ist Ihr Eindruck? Ist die Politik ausreichend sensibilisiert für das Thema oder sehen Sie da noch Nachholbedarf? Tja, das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt mit Ja und Nein beantworten könnte. Aber also sagen wir mal so, ich glaube einfach, wenn Sie mal ein paar Jahre zurückgehen, dann war Energiewende immer nur Strom. Das hat das Ganze viel zu stark verkürzt auf eine Energieform. Man hat mittlerweile ja verstanden, dass auch Wärme ein Thema ist. Ne? Ich meine, es gibt ja demnächst dann ein Verbot für Öl- und Gasheizung und Ähnliches. Das geht ja dann alles so einfach über Stromnetz. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Aber okay, zumindest kann man das als Politiker mal so postulieren. Aber was man sicherlich völlig unterschätzt hat, ist, dass wir deutlich schneller werden müssen. Ich glaube, es ist eben auch klar geworden. Wenn wir nämlich jetzt mal zurückrechnen, wir wollen 2045 klimaneutral sein, dann werden Sie zu Beginn der 40er Jahre ein umgestelltes System haben müssen. Und das müssen wir vorher aufbauen und investieren. Das heißt, wir müssen spätestens in der Fläche in großen Mengen anfangen, 2030 sowas aufzubauen. Und das sehe ich nicht, wie das zeitlich funktionieren soll. Wenn Sie mal gucken, wie lange es dauert, um Stromnetze auszubauen, von denen wir, glaube ich, von denen, was wir eigentlich schon längst haben wollten, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr 20% der Stromleitung im Augenblick in Planung und Umsetzung haben, dann sind wir in diesem Land einfach viel, viel zu langsam. Und das wird uns einfach irgendwann auf die Füße fallen, weil wir unsere Ziele alle dann nicht erreichen können. Wir können natürlich auf das Ausland hoffen. Ja, wir importieren ja heute auch 70% unseres Primärenergiebedarfs. Das werden wir vermutlich auch in der Zukunft tun. Aber das ist natürlich genauso gefährlich, wie nur auf russisches Gas zu setzen. Ja. Also von daher, ich glaube einfach, die Dimension der Aufgabe ist der Politik in Summe noch nicht klar. Herzlichen Dank. Ich schaue jetzt noch mal in die Zuschauer-Zuhörerinnen-Runde. Gibt es noch eine Frage? Ich hätte noch eine Frage im Chat. Und zwar, es wird gefragt, im nächsten Jahr wird Bio-LNG von mehreren Herstellern angeboten. Warum wird nicht sofort damit begonnen, CO2 einzusparen? Wer fühlt sich berufen, auf die Frage zu antworten? Ich nehme es mal gerne auf. Gell? Wir sind ja froh, dass es Anbieter gibt von Bio-LNG. Gell? Und unsere Intention war ja die, dass man sagt, wir setzen Bio-LNG ein, um nahezu CO2-neutral unsere LKW betreiben zu können. Gell? In der, wie so schön heißt, Well-to-Wheel-Betrachtung. Das ist ja auch so ein Problem, weil die Kommission in ihrer Betrachtungsweise immer von Tank-to-Wheel ausgeht. Gell? Und dahingehend die CO2-Ersparnis von Bio-LNG eigentlich nicht entsprechend honoriert. Aber da arbeiten wir ja auch dran, dass sich das ändert. Das Prekäre ist halt eben, dass durch diesen Russland-Ukraine-Krieg und durch die Marktlage der Preis für Erdgas, sowohl Bio-LNG als auch CNG, dermaßen nach oben geschossen ist, dass das einfach zum Dieselpreis nicht mehr konkurrenzfähig ist. Ja? Und der Kunde honoriert das eigentlich nicht. Der Kunde verlangt zwar immer fahrt grün, aber in dem Moment, wo das grüne Fahren teurer wird als das graue oder als das blaue Fahren, dann stehen wir da. Das ist leider so. Und deswegen, es ist halt eben so. Viele unserer Leute mussten ihren Fuhrpark oder müssen ihren LNG-CNG-Fuhrpark stilllegen und müssen wieder auf Diesel umschwenken. Und da sind Existenzen gefährdet, in der Tat. Ja, da gehen Leute pleite. Sonst hätten wir längst die Option ergriffen und würden weiterhin Bio-LNG nutzen. Es gibt sogar Unternehmer von uns, die haben Tankstellen errichtet, LNG-Tankstellen. Fünfstelliger Betrag, sechsstelliger Betrag. Die stehen jetzt da, sind alleine gelassen. Wir sind aber weiterhin mit Fachverband Biogas, Zukunft Gas im Gespräch. Das war auf regionaler Ebene. Biogasanlagen in Projekte involvieren, dass wir vielleicht lokale Unternehmen versorgen können mit hergestelltem Biogas. Da sind wir dran. Biogas hätte auch den Vorteil, wir sind vom Preis, von der Preisgestaltung nicht gekoppelt an den Diesel, ja,
was natürlich die Sache sehr, sehr viel erleichtert. Und da rechnet man sich gute Chancen aus, dass wir über den vermehrten Einsatz von Bio-LNG wieder zum Diesel konkurrenzfähig werden. Danke. Gibt es weitere Fragen? Da wir im Grunde unsere Zeit jetzt schon leicht überschritten haben, würde ich jetzt die Gelegenheit nutzen, den Referenten herzlich zu danken für Ihre Beiträge, Ihnen da draußen auch für Ihre Fragen. Und vielleicht, bevor ich an Professor Holm zum Schlusswort abgebe, kann ich nur sagen, ich hoffe darauf und setze darauf, dass dieser neue Studiengang, glaube ich, die jungen Studierenden qualifiziert, vielleicht mitzuwirken, diese Fragen zu lösen, Herr Dr. Andres. Denn das wäre im Grunde der größte Erfolg, den ein Studiengang haben kann. Also ich würde es studieren, aber ich bin nicht mehr in dem Alter. Also herzlichen Dank Ihnen allen. Ich gebe an Professor Holm ab und bedanke mich bei Ihnen. Also erstmal vielen Dank. Mit dem Alter, man lernt nie aus. Das ist ja das lebenslange Lernen. Dazu lade ich dich dann sehr, sehr herzlich ein. Aber erstmal vielen, vielen Dank an Dr. Andres, an meinen Kollegen Professor Bayer und an das gesamte BGL-Team, an alle Organisatoren und last but not least natürlich an unseren Moderator. Ich denke, das Thema ist sehr, sehr wichtig. Wir haben das, hoffe ich, in dieser kurzen Zeit dargelegt. Ja, das ist Spannendes, nicht nur das womöglich zu studieren, sondern sich damit auch zu beschäftigen. Lade ich alle herzlich bei uns ein. Wie gesagt, nochmals vielen, vielen Dank. Hoffe, dass wir hier gemeinsam den einen oder anderen Impuls haben geben können. Und wünsche jedem alles Gute. Kommen Sie gut durch diese besondere Zeit und bleiben Sie alle gesund. Dankeschön.